Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Deadcore. Wir müssen wieder zurück zu dem Ding da hinten. Ich weiß aber gar nicht, wie das gehen soll. Das bringt mir, glaube ich, nicht so viel. Aber guck mal, die kommen recht nah. Ja gut, das wird jetzt natürlich eine Zielübung hier. Wow. Die natürlich auch es in sich hat, ein bisschen. Stirb. Okay. Oh, ich musste mich gerade... Wow, wow, wow. Nach der letzten Folge habe ich mich so ein bisschen beruhigen müssen. War erstmal kurz auf dem Klo und habe kurz entspannt und habe jetzt... Mach jetzt weiter. Denn ich will dieses Spiel natürlich zu Ende kriegen. Hä? Aber so funktioniert das nicht. Gibt's hier oben rüber einen Weg? Keine Ahnung. Ah, ich habe eine Idee. Warte mal. Wir könnten nur diese eine Ding aktivieren. Sogar warten, bis das rüberfährt. Komm. Geh aus. Danke. Und dann könnten wir... Warum habe ich jetzt nur einen Boost gehabt? Ich habe doch sonst immer zwei. Achso, habe ich die nur zwischen denen? Warte mal, ich habe eine Idee. Sprung, Boost, Sprung, Boost. Nee, habe ich nicht. Okay, keine Ahnung. Das war doof. Okay. Komm, änder dich. Hä? Als ob ich jetzt so behindert war. Auf R gedrückt habe. Das kann man jetzt mit allen einfach so machen, dann geht das auch. Laufen wir einfach oben drüber. Ja, dadurch ist es viel einfacher. Immer schön den oberen rüberziehen. Dann können wir auch gleich von hier, ja genau, dann können wir von hier nämlich auch besser die Dinger sehen. Bam. Ach, so schwer ist das nicht. Guck mal, jetzt habe ich zwei Boost gehabt, warum? Und landen. Perfekt, noch ein. Der ist da drüben. Ach Mano. Da wollte ich so viel. Ich bin nicht rechtzeitig weggekommen von diesem Ding da. So, wo sind böse Viecher? Fliegen wir gerade schon hinterher. Das ist jetzt ja wohl blöd gelaufen. So, was glaubt ihr, wie schwer wird die letzte Passage für uns? Ich meine, sie müssen ja nicht unbedingt... Ich hätte es ja nicht in dieser Reihenfolge lösen müssen. Sie könnte... Sie werden wahrscheinlich alle ungefähr gleich schwer sein, wobei ich echt das Gefühl hatte, die letzte war leicht oder nicht so frustrierend, sagen wir es so. Oh Gott. Was ist denn das? Wie die erste. Ups, ups. Oh, was ist das hier? Ein Rätsel-Ding hier? Das gefällt mir. Ja, das würde mir gefallen, wenn ich nicht sterben würde. Dann gehen wir mal den Weg. Wow. Autobahn hier. Ich verstehe. Danke. Ich muss jetzt da irgendwie hochkommen. Muss ich ja mich wieder hochboosten, Alter. Ich habe doch bald keinen Schuss mehr. Ah, aber da ist ein Checkpoint. Verstehe. Ja. Das ist eine komische Art, mir zu erklären, dass ich da durch soll. Wow.
Hä? Ich bin gestorben? Woran? Gut. Gut, dass das sehr verständlich war für mich. Doch, doch. Ach, oh Gott, über mir sind ja solche komischen Pendelteile. Die habe ich mal gar nicht gesehen. Okay. Das ist absoluter Abfuck hier. Wow. Wo bin ich gelandet und wo wollte ich hin? Hi. Headbub. Okay, ich weiß, wo ich hin will. Ja, das weiß ich dann natürlich immer erst, wenn ich tot bin. Machen wir erstmal so. Bam, bam. Bam, bam, bam. Wow. Das ist echt hart hier wieder mal. Aber auch hier nicht so frustrierend wie beim ersten Parcours. Ich glaube, der erste war echt so ein bisschen der als schwerste gedacht. Zumindest habe ich ihn als so empfunden. Vielleicht bin ich jetzt auch einfach nur gewohnt, dass dieses Spiel mich frustrieren will. Aber der andere hatte auch keine einzigen Checkpoints irgendwo. Wow. Komm jetzt nicht raus, komm jetzt nicht raus. Danke. Den will ich. Erstmal will ich euch loswerden. Du da. Okay, dahin. Tschüss. Na klar. Wie auch. Nein, das ist ja so ein Scheiß. Bis man das mal gecheckt hat, was überhaupt passiert, ist man schon halb tot. Na gut. Go. 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 Okay, das war echt ein blödes. Blödes Teil. Okay, das ist ein gutes Teil. Was? Wo ist das Ding aufgetaucht? Gut. Höher. Da kommt wieder ein Gegner. Weg mit ihm. Hoch, runter, Mitte, durch. Wo bin ich jetzt gelandet? Random Secret, Lock, the Lost Ones. Oh. Lost Ones hier. Lesen, Ente, weiter. Ich habe den Strahl noch nicht aktiviert. Also alles nochmal von vorne. Geil. Ja, das war, da wollte ich zu viel. I'm sorry. Was? Wow. Interessant. Wow, 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 wow. Hi! Bitte töte mich nicht, danke. Ich hasse diese Dinger. Ohne Witz, ich hasse sie an mich, echt. Was ist jetzt passiert? Okay, ich weiß nicht, wie ich das als... Warum taucht das Ding in mir auf? Oh Mann, das hätte echt nicht sein müssen mal wieder. Ich verstehe das nicht. Die tauchen als in mir auf irgendwie so ganz komisch. Das ist ein bisschen nervig. Habe ich das Spiel verpackt? Wahrscheinlich.
Da haben wir wieder die komischen Gegner, die ich einfach ignorieren werde. Da ist noch so ein Gegner, den ich auch mehr oder weniger ignorieren werde. Fallen, 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 fallen. Da lang, da lang, da lang. Das ist so unglaublich nervig. Und dadurch. Und hier hoch. Oh boy. Was tue ich denn? Warum drücke ich denn die E-Taste? Die will ich doch gar nicht drücken. Okay, jetzt bleibt es da unten stehen. Das wäre natürlich mir am liebsten, wenn es immer da unten stehen bleiben würde. So. Du da. Dann du da weg. Du da. Uah, jetzt kommt wieder dieser eklige Part da. Ach komm, das habe ich doch schon. Boah, checkpointlose Parts. Immer schön bei Spielen. Man, immer Spaß für gerade Let's Player, die dann irgendwann auch mal durch das Spiel durch wollen. So, auftauchende Todesantrommel. Hä? Okay. Gar nichts. Okay. Dieser Gang ist so hart verbuggt, glaube ich. Na bitte. Ah, guck mal, jetzt kann ich hier runterfallen. So war das gedacht. Hi. Ja, gut. Dann wollen wir mal zurückgehen. So, was muss ich jetzt tun? Mehr. Ja, ja, zoom, zoom, zoom. Habe ich jetzt eigentlich auch verstanden. Wahrscheinlich die Mitte. Da ist nämlich auch. Weg mit dir. Du blödes, riesiges Ding aus des Todes. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Continue. Fuck off. Was? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mein Name ist Light. Over and out. Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Deadcore. Ich habe mich noch nicht so ganz beruhigt von der letzten Aufnahme, weil ich das alles ein Stück jetzt aufnehme. Finally you're here, you arrived. Da, da, da. Ja. Das ist Wasser. Ich hab irgendwie Angst davor, da überhaupt reinzukommen. Wow, ist das cool. Ja, das gefällt mir doch. Doch, doch, kann man machen. Diese Ventilatoren haben auf jeden Fall Style. Und wenn ich jetzt echt nur für den... Wow. Sie sind einfach immer noch herausfordernd so ein bisschen, ne? Das nehmen sie sich nicht weg. So, komm. Jawohl. Ja, mal gucken, wie lange die Folge jetzt geht. Wir sind offensichtlich am Finale. Zumindest sagt mir das das Spiel. Aber das Finale scheint noch so ein klein bisschen was zu haben. Boah, sieht so cool aus. Ich liebe ja, wenn solche Säulen so runterfahren und so, das ist ja total cool. Was? Seals, Break, Spark, was? Okay. Wow,
Cutscenes? So ein kleines Portal-Ende hat's auch. Die Spitze habe ich gerade als Errungenschaft bekommen. Wir können nur noch zurück zum Main-Menü. Oh, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Ja, Speedrun. Jetzt können wir alles hier Speedrun oder was? Unsere beste Zeit für das komplette Story-Ding war fast drei Stunden. Hier können wir die einzelnen Dinger testen. Hier gibt es ein Beta, was auch immer das ist. Ach, guck mal, da kann man sich sogar vergleichen mit Leuten. Friends. Gibt es halt keine bei mir, ne? Hab keine Friends. Es gibt Leute, die wollen mir ernsthaft erzählen, sie haben dieses Spiel in 19 Minuten, also fast 20 Minuten durchgespielt. Wow, das würde ich gern sehen. Welcher Platz bin ich denn damit eigentlich? Gott, wie viele Menschen das schon durchgespielt haben. Und alle besser als ich. Na gut, ich habe mich jetzt auch nicht, echt nicht gut angestellt. 2 Stunden, 58, dann müssen wir noch ein, 2 weiter gehen wahrscheinlich. Ne, nicht mal. Guck mal, diesmal war es schlechter als ich. Heißt, wir müssen irgendwo hier sein. Da sind wir. Wir sind Platz 232. Das ist ja gar nicht mehr so schlecht. Wie viel gibt's denn? Ah, die Seite ist leer, okay. Ah, von knapp 500. Schade, das Spiel hat echt noch nicht so viel Aufmerksamkeit, kann das sein? Die Developer selbst haben es in einer Stunde geschafft, genau, oder was? Ernsthaft? Okay. Da kann man die Tracks noch haben. Hier gibt es auch noch verschlüsselte, oh Gott. Also, Tracks, das sind die. Ja, egal. Achievements können wir uns noch kurz angucken, cool. Ach, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, da öffnet sich das Steam-Menü. Wie dem auch sei, danke ich fürs Zusehen. Deadcore, ein absolut empfehlenswertes Spiel. Auch jetzt noch für euch eine Kaufempfehlung. Ihr kennt zwar jetzt das Spielprinzip und alles und ihr habt zwar das Spiel auch mehr oder weniger durchgesehen, aber es geht ja hier auch mehr oder weniger darum, seine eigenen Künste zu zeigen. Also auf jeden Fall immer noch sehr empfehlenswert für euch. Wie gesagt, Link ist unten zu Steam in der Videobeschreibung. Guckt da einfach mal vorbei. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mein Name ist Light. Over and out.